Servus Leideln. Servus. Neben mir Marius Neufer und Elias Schwärzler und wir sind gerade auf der Downhill-Strecke vom Crankworx-Kurs. Diese Woche findet in Innsbruck Crankworx statt und wir haben die Ehre, vorzeitig mal den Downhill-Track ein bisschen zu previewen, ein bisschen vorzuzeigen und ich würde einfach sagen, wir schwingen uns jetzt auf die Bikes und zeigen euch mal die Strecke. Yes. Yeah. Marius gibt den Ton an. Let's go. So. Direkt mal aus dem Start raus und das Krasse da ist eigentlich, dass sofort ziemlich schnell. Oh, au! Oh, da haben wir uns verfahren. Ziemlich krass mal mit 100% losgeht. Also da muss man wirklich sofort fokussiert sein. Hat eigentlich kaum Zeit, sich ein bisschen warm zu fahren. So, geht über ein paar Wurzeln und dann kommen noch mehr Wurzeln. Und wie man sehen kann, gibt es da schon ziemlich was an Linienwahl. Wieder Marius der Fahrt. So, aber immer noch sehr flowig das Ganze. So immer ein leichter Anlieger reingebaut. Wollen wir da inside? Ja. So, immer eigentlich so dahin. So, jetzt geht's ein bisschen links raus, neue Sektion vom letzten Jahr. Sehr rutschige Mooskurve. Aber einfach macht mega viel Spaß auf dem Weg raus. Und jetzt kommen einfach noch mehr Wurzeln. Jetzt kommen eigentlich die richtigen Wurzeln. Und da kann man, glaube ich, viel Zeit gewinnen oder verlieren im Rennen. Und im Grunde, glaube ich, ist bei der Strecke einfach wichtig, dass man die fahren kann, ja, ohne dass man viel Fehler macht. Und das, glaube ich, ist auch der Key zu dem Ganzen. Schön fahren, wenig Fehler machen und einfach überall den Schwung ein bisschen mitnehmen. Schon mal nicht ziemlich anstrengend. So, jetzt raus aus dem Wald und jetzt wird es eigentlich ziemlich tricky, denn jetzt kommt so Wups, oh, die totalen Motorwups, was echt krass ist und sau viel Spaß macht. Ich komme ja eigentlich vom Motocross-Background und da ist eigentlich sowas gang und gäbe, so eine offene, sehr, sehr rutschige Schotterkurve, wo man aufpassen muss, da hat es mir letztes Jahr geschmissen. Sind wir nur beieinander, alter Hund. So. Jetzt von der Straße wieder rein in den Wald. Yes! Oh, kleine Verbremse von Marius. Jetzt auf die North Shore. Manuel! Juhu! Kleiner Sprung. Jetzt kommt so eine offene Kurve. Ah! Gut! Ja! Yeah. Schön getroffen. Ganz easy. Da kann man mal bürmen. So, jetzt geht es ein bisschen links, rechts die ganze Zeit runter. Sau schwierig, ja, wie man. Sehr schwierig, dass man das Ganze schön fährt und den Schwung einfach so ein bisschen mitnimmt und einfach laufen lässt, ohne großartig Fehler zu machen. Trotz dass die Strecke relativ kurz ist, ist echt wahnsinnig anspruchsvoll und technisch und verlangt einem echt viel. Oh, off track. So, über North Shore und der Zielsprung. Yes. Da bin ich. Oh, Alter, was für geil. Mega geil. Ja, Mann. Geil. Echt richtig fein. Aber doch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Ja, doch ziemlich auf die Bremsen pickt. Ja, Leilen. Das war's vom Crankworx, von der Downhill-Strecke. Richtig geile Strecke, sehr technisch. Da muss ich echt sagen, wir sind an konstanten, feinen Speed durchgefahren. Ja. Ohne Witz. Gar nicht so viel Fehler gemacht. Ja. Extrem hat Spaß los, gemacht. Extrem geil. Sehr Rennen, geil. Glaube ich, gibt's am Sonntag. Genau. Und ja, schaut alle vorbei, das wird ein echt geiles Event. Und man sieht sich auf der Strecke. Ciao!